Ich begrüße jetzt Gunter Kirchbaum von der CDU, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für EU-Angelegenheiten. Herr Kirchbaum, wie immer bei schwierigen und ereignislosen, ergebnislosen Verhandlungen schieben sich die Parteien gegenseitig die Schuld zu. Nicht anders bei den Brexit-Verhandlungen der EU mit Großbritannien. Die EU sagt, London sei kompromisslos. Der britische Unterhändler David Frost sagt, die EU erschwert die Verhandlungen unnötigerweise. Was denn nun? Naja, die Wahrheit liegt tatsächlich nicht einmal in der Mitte, sondern wir kennen das ja leider schon von Großbritannien, als es um das Austrittsabkommen als solches ging, dass die Verhandlungen nicht immer sehr konstruktiv geführt wurden. Und das ist jetzt eben leider auch die Masche bei dem Folgeabkommen. Vor allem ist das Risiko, dass die Zeit davonläuft, denn bis Ende Oktober brauchen wir definitiv ein ausverhandeltes Abkommen. Sie haben es eben gerade gesagt, die Zeit läuft davon. Heute im Handelsblatt hat die neue Europachefin der Citigroup, der Großbank aus den USA, Christine Braden, gesagt, unsere Grundannahme ist, dass der Brexit ohne tragfähige Übergangsvereinbarung kommt. Also mit anderen Worten, ein harter Brexit. Und damit steht sie ja, weiß Gott, nicht alleine. Glauben Sie noch an den Brexit mit einem Vertrag? Naja, in Europa darf man den Optimismus nie verlieren, sonst wäre man falsch am Platz. Aber wahr ist natürlich, dass die Zeit im Sommer, wie es auch Michel Barnier, der Chefunterhändler der EU, beschrieben hat, wirklich vergeudet wurde. Es wurden keine substanziellen Fortschritte erzielt. Und einer der Knackpunkte ist natürlich ohne Wenn und Aber, dass wir faire Wettbewerbsbedingungen brauchen. Denn wenn tatsächlich Großbritannien weiterhin den faktischen Zugang in den Binnenmarkt haben möchte, dann natürlich auch zu den Regeln, die für alle anderen Länder innerhalb der Europäischen Union gelten. Das wäre sonst niemandem zu erklären. Das wäre keinem Land, keinem Unternehmen zu erklären, dass beispielsweise Beihilfen dann in unbegrenzter Höhe an Unternehmen in Großbritannien zulässig wären, während sie innerhalb Europas beschränkt sind. Das würde den Wettbewerb verzerren. Das würde hier Arbeitsplätze kosten. Und das können wir selbstverständlich so auch nicht zulassen. Aber ist man nicht auf der anderen Seite viel zu hart zu Großbritannien, weil man ja auf jeden Fall vermeiden möchte, dass es Nachahmer gibt? Also bloß nicht zu nett sein zu den Briten. Ist nicht vielleicht das die Verhandlungsstrategie der EU auch ein bisschen? Das ist nicht der Punkt. Im Gegenteil, tatsächlich war es so, dass auch in der Zeit nach dem Referendum bis hin zum Austrittsvertrag, denn Großbritannien ist ja schon ausgeschieden aus der Europäischen Union seit 31. Januar diesen Jahres, die Befürchtung natürlich bestand, könnte es Nachahmer geben. Aber das Chaos dann, das die Regierungen, Cameron, dann Theresa May, aber jetzt auch Boris Johnson dann angerichtet haben, war so abschreckend für viele, dass selbst die rechtspopulistischen Parteien in den Niederlanden, in Finnland, in Österreich nicht mal das Thema EU-Austritt auf die Tagesordnung setzen. Großbritannien hat in dem Punkt unfreiwillig abschreckend genug gewirkt und insoweit ist das in allen anderen Ländern gar kein Thema mehr. Kann es denn sein, dass Boris Johnson einfach nur auf Zeit spielt? Rechnen Sie noch sozusagen mit einer Last-Minute-Einigung Ende Oktober? Nun, Boris Johnson steht im eigenen Land sehr unter Druck. Der Observer hat jetzt am Wochenende eine Meinungsumfrage veröffentlicht, wonach die 26% Vorsprung, die die Tories bei Beginn der Corona-Pandemie noch hatten, weggebrochen sind. Mittlerweile sind Labour und Tories auf Augenhöhe. Das Chaos ist auch in der Innenpolitik auszumachen. Man denke nur beispielsweise an die ganze Diskussion von Abschlussnoten. Das schlägt hier natürlich in Deutschland nicht auf, aber ein Algorithmus sollte dort für die Absolventen, für die Schüler, für die Abiturienten dann die Abschlussnote errechnen auf der Basis vorangegangener Zensuren. Die Menschen sind hier auf den Barrikaden und Boris Johnson möchte natürlich, das ist sicherlich die Strategie, ein Stück weit jetzt davon ablenken, dass er eben den schwarzen Peter Richtung Brüssel schiebt, Richtung Europäische Union. Aber allein die Corona-Pandemie hat eben dafür gesorgt, über 40.000 Tote in Großbritannien, ein Wirtschaftseinbruch, wie er in keinem anderen Land der Europäischen Union höher ist, das bringt ihn unter einen immensen Druck im Land selbst. Und da ist ihm ja natürlich auch jedes Ablenkungsmanöver recht. Wenn wir über diese Brexit-Verhandlungen reden, reden wir natürlich immer vor allen Dingen über wirtschaftliche Fragen, über rechtliche Fragen. Aber ein ganz wichtiger anderer Aspekt ist ja die Frage nach der Außen- und Sicherheitspolitik. Denn die EU und auch Europa braucht ja eigentlich Großbritannien in einer Sicherheitsarchitektur, die ja durch die Ereignisse weltweit immer mehr ins Wanken gerät. Müsste man nicht dem auch ein bisschen Rechnung tragen und Großbritannien doch ein bisschen mehr entgegenkommen?
Also zunächst selbstverständlich. Wir brauchen einander alle. Und es war auch stets meine Rede, auch das klare Votum im Europaausschuss. Wir brauchen Großbritannien gerade in den Fragen der Außen-, der Sicherheitspolitik, der Verteidigungspolitik. Aber es war sicherlich nicht die Idee der Europäischen Union aus der Europäischen Union, dass Großbritannien aus der Europäischen Union ausscheidet. Das waren eben andere. Natürlich haben wir ein großes Interesse daran, auch im Namen der GASP Großbritannien weiterhin stärker einzubinden. Das ist ganz klar auch unser Wunsch. Aber dafür bedarf es natürlich am Ende des Tages zwei. Wir haben ja auch nach wie vor den Rahmen der NATO. Das darf man nicht vergessen. Und Sie haben zu Recht angesprochen, die außenpolitischen Herausforderungen, die wir auch innerhalb Europas haben, sind groß. Man denke nur an den Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei, Zypern, wenn es hier darum geht, Erdgasvorkommen im Mittelmeer zu fördern. Man denke aber auch nur an die Außengrenzen der Europäischen Union, Belarus etc. Das sei nur als Stichworte in den Raum geworfen. Da haben wir natürlich auch als Europäische Union nach wie vor viel zu tun. Dankeschön, Gunter Kriechbaum von der CDU, Vorsitzender des Bundestagsausschusses für EU-Angelegenheiten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.